Kann man vernünftig glauben? Glaube und Vernunft im Gespräch. Der Glaube hat eine jüngere Schwester, die Vernunft, die er eigentlich mag, weil sie oft Fragen stellt, die er sich gar nicht zu fragen traut. Die Vernunft hat einen älteren Bruder, den Glauben, der schon oft versucht hat, ihr die Probleme abzunehmen und sie als der ältere Bruder zu gängeln und zu bevormunden. Lange Zeit waren die Geschwister getrennt und bekämpften sich sogar, besonders als die Vernunft sich als Aufklärung von ihrem Bruder lossagte. In jüngster Zeit reden sie wieder miteinander. Vernunft. Mein lieber Bruder, du glaubst an Gott und vertraust angeblich darauf, dass alles in der allmächtigen und gütigen Hand Gottes ist. Das ist total unvernünftig. Ich könnte dir 1000 Beispiele nennen, wo von der Allmacht und Güte Gottes nicht zu spüren ist. Konzentrationslager bis hin zum Sterben von leukämiekranken Kindern. Glaube. Das mag ja unvernünftig sein, Schwesterchen, aber die Meinung, man könnte mit deiner Wissenschaft und Technik ein Paradies auf Erden errichten, in dem die Krankheit, das Leid und der Tod abgeschafft sein wird, hat sich ja auch als ein großer Irrtum erwiesen. Immer da, wo Menschen versucht haben, mit deiner Hilfe das Heil herzustellen, ist das gründlich schiefgegangen. Die eigentlich Unvernünftige bist du. Galileo Galilei. Er selber sagte: Die Bibel zeigt den Weg in den Himmel, nicht den Weg, den die Himmel beschreiten. Ich danke Gott unendlich, der mich zum ersten Beobachter wunderbarer Dinge gemacht hat. Ich fühle mich nicht verpflichtet zu glauben, dass der gleiche Gott, der uns mit den Sinnen, der Vernunft und dem Intellekt ausgestattet hat, beabsichtigte, dass wir deren Verwendung verzichten. Für Galilei war die Unterscheidung zwischen Glauben und Vernunft eine Bedingung dafür, dass beide vereinbar bleiben konnten. Der himmlische Vater wird zutiefst verletzt und beleidigt. Besonders durch 3 Beschuldigungen und Aussagen. 1. Gott ist nicht allmächtig. 2. Gott ist nicht gut. 3. Warum denn das Leid? Ist Gott willens aber nicht fähig, Leid zu verhindern, dann ist er nicht allmächtig. Ist Gott fähig, aber nicht willens, Leid zu verhindern, dann ist er nicht gut. Ist Gott aber gut und allmächtig, warum denn das Leid? Diese 3 Beschuldigungen verletzen zutiefst den himmlischen Vater. Thessalonicher 5, 17. Seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass. Seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christo Jesu an euch. Jeden Moment im Leben müssen wir uns bewusst machen, dass Gott bei uns ist und dass er aktiv in unseren Gedanken und Handeln involviert ist. Wenn unsere Gedanken um Sorgen, Angst, Entmutigung und Zorn kreisen, müssen wir bewusst und schnell unsere Gedanken in Gebet verwandeln und jedes Gebet in eine Danksagung. Im Brief an die Philipper weist Paulus an, aufzuhören, besorgt zu sein und sagt stattdessen: Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Philipper 4,6. Er lehrte die Gläubigen der Kolosse,
Seid beharrlich im Gebet und wacht in ihm mit Danksagung. Kolosser 4,2. Paulus ermahnte die Gläubigen der Epheser, das Gebet als Waffe zu sehen und für geistliche Schlachten zu verwenden. Epheser 6,18. Wenn wir also unseren Alltag bestreiten, sollte das Gebet die erste Reaktion auf eine beängstigende Situation sein, auf jeden ängstlichen Gedanken und auf jede unerwünschte Aufgabe, die Gott gebietet. Wenn wir gar nicht oder zu wenig beten, werden wir anfangen, uns auf uns selbst zu verlassen und nicht auf Gottes Gnade. Gebet ohne Unterlass ist im Grunde fortwährende Kommunikation mit ihm. Das Gebet soll wie Atmen sein. Man muss nicht nachdenken, um zu atmen, weil die Atmosphäre auf unsere Lungen Druck ausübt und uns quasi zum Atmen bringt. Man kann doch wohl den ganzen Tag beten. Betet ohne Unterlass. Es ist nicht verwirrend. Das bedeutet doch nicht, dass wir wohl den ganzen Tag in einer kopfgeneigten, augengeschlossenen Position sitzen. Nein, wir sollten fortwährend beten, egal wo wir sind. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.